Hallo zusammen, heute sind wir im Innovations- und Technologiezentrum von Abicor Binsel und der Gerd Röhm wird uns heute mal zeigen, wie einfach das ist, mit dem EWR2 das Einsparpotenzial auch beim Handschweißen oder beim Roboterschweißen zu ermitteln. Er war schon ganz oft in vielen Produktionen unterwegs und kennt das also aus dem FF und ich bin froh, dass er heute da ist und uns die Möglichkeit gibt, das mal zu zeigen, mal zu visualisieren. Gerd, wie läuft sowas ab? Du kommst an, gehst durchs Tor in die Produktion. Was passiert? Gut, was passiert? Was habe ich dabei? Ich habe meinen EWR2 Vorführkoffer mit dabei und brauche natürlich, damit ich die Daten entsprechend aufnehmen kann und auch realisieren kann, was für Einsparpotenziale beim Kunden möglich sind, mein Notebook und meine Service-Software. Und dann grundsätzlich schaue ich mir erstmal alles an in der Produktion, den Arbeitsplatz, muss den Ist-Zustand ermitteln und dann legen wir eigentlich los. Dazu schaue ich mir den Gasverbrauch an der Flasche an. Genau, eigentlich optimal eingestellt, knapp über 10 Liter wäre in Ordnung. Mhm. Jetzt überprüfe ich das Ganze natürlich noch am Brenner. Mhm. Dazu nehme ich aus meinem Koffer, da habe ich immer mein Gasmessrohr dabei. Mhm. Jetzt hier beim Handschweißen nehme ich das Einfache. Jan, gib mir mal bitte den Brenner. Und auch hier 10 Liter, eigentlich alles in Ordnung. Okay. Okay. Jetzt würde ich sagen, ich installiere jetzt das EWR. Weil im Bypassbetrieb, das heißt, wenn das EWR ausgeschaltet ist, dann kann ich nämlich den Gasfluss ganz genau aufnehmen, wie der Kunde bisher immer geschweißt hat, seine Bauteile. Mhm. Also, wir haben ja jetzt den Ist-Zustand ermittelt, wir haben geschaut, alles in Ordnung soweit, es war kein Riesenfehler drin im Ist-Zustand. Jetzt montieren wir mal das EWR. Das wird vom Prinzip her, wird hier nur zwischen den Gasschlauch geschalten und dementsprechend mit Strom versorgt. Ja? Montiere also ab. Das ist einfach ein 17er Schlüssel. 17er Schlüssel bei Viertelzoll Anschluss. Okay. Alles Standard. Da wir ja jetzt hier nur eine Testinstallation machen, befestige ich das EWR nur mit Kabelbinder. Mhm. Es gibt natürlich nachher zur Festinstallation gibt's auch richtige Wandhalterungen, damit man das dann alles hundertprozentig montieren kann. Ja. Mhm. Genau. Schließe ich also das EWR an. Man sieht hier, Gaseintritt, kommt dann direkt ein Druckminderer. So. Und der Gasschlauch von der Maschine kommt dann dementsprechend an den Gasaustritt, der hier auch im EWR beschrieben ist. Also von der Stromquelle? Genau. Okay. So. Hier muss ich dann noch gegenhalten. So, Stromversorgung. In die Steckdose. Dann benötigen wir einen Messstand, weil wir ja am Schweißgerät den Schweißstrom abgreifen. Ja. Weil wir ja auch entsprechend unser Gas anhand vom Schweißstrom nachregulieren. Regulieren. Okay. Genau. Da wir ja vorhin mal geschaut haben, was der Kunde eigentlich schweißt und wir ja gesprochen haben, in welchem Leistungsbereich er arbeitet, gibt es dementsprechend verschiedene Messstands, die wir dann auswählen können. Die haben dann unterschiedliche Regelbereiche und die muss man dementsprechend dann auswählen. Der Messstand kommt dann ans Massekabel von der Stromquelle. Da wir jetzt alles aufzeichnen möchten, um die genauen Werte zu ermitteln, muss ich natürlich die Verbindung zum Laptop und zur dazugehörigen Service-Software. Hier in dem Fall nehme ich jetzt ein Ethernet-Kabel auch noch herstellen. Okay. Man sieht ja hier. Steht ja Ethernet. Da steht ja Schand, was du genau erklärt hast. Dass ich da also eigentlich alles selbst erklären von der Installation her, eigentlich dürfte es keine Probleme geben. Wir haben hier das EWR2 Net ausgewählt.
Hier habe ich halt alle Funktionen, vor allem zur Darstellung. Und auch durch das lange Ethernet-Kabel kann ich mich halt jetzt vom Schweißbereich total entfernen, damit meinem Laptop nichts passiert. Steckt dann entsprechend am Laptop mit ein. Also wir sind jetzt fertig mit der Installation. Wir haben EWR jetzt hier für den Testzweck nur mit Kabelbinder mal aufgehängt. Gaseintritt von der Flasche, der Austritt praktisch zum Schweißgerät. Wir haben das Gerät mit Strom versorgt. Zusätzlich hier den Strommessstand, weil wir das Gas anhand vom anliegenden Schweißstrom nachregeln, brauchen wir hier einen Messstand, der liegt jetzt ums Massekabel rum. Und wir haben zusätzlich noch die Ethernet-Verbindung hergestellt, weil wir möchten ja jetzt über die Service-Software und über das Laptop den tatsächlichen Ist-Zustand des Gasverbrauchs ermitteln. Und das können wir dann hier über den Button Monitoring machen. Dazu wird man jetzt als allererstes unser EWR 2 ausschalten. Das geht dann also in Bypass. Das heißt, Gas wird einfach durchgeschickt, aber die Aufzeichnung können wir trotzdem machen. Und das heißt, wir ermitteln jetzt den tatsächlichen Gasverbrauch an diesem Bauteil. Genau. Also es misst quasi, aber hat keine Funktion. Genau. Aktuell, die erste Messung, mache ich immer den Ist-Zustand. Und ab dann gucken wir mal, welches Einsparpotenzial haben wir. Und dazu schalte ich dann das Gerät ein. Und dann habe ich verschiedene Parameter, wo wir einfach dieses Einsparpotenzial dann generieren können. Super. Wir haben jetzt hier eine Standard-Schweißaufgabe, 2 Vierkantrohre. Wir werden jetzt hier 2-mal abheften und dann die 4 Schweißnähte schweißen. Ich werde das Monitoring entsprechend starten. Ich werde hier über die Service-Software gefragt, wo die Aufzeichnung entsprechend abgespeichert werden soll. Ich wähle nochmal die genaue Ausrüstung, vor allem meinen Messstand aus und würde dann jetzt die Aufzeichnung starten und wir könnten beginnen mit Schweißen. Die Aufzeichnung wird jetzt gestoppt und entsprechend abgespeichert. So, EWR wurde jetzt eingeschaltet. Wir sind jetzt also grün, das heißt, wir sind jetzt in der aktiven Regelung. Ich würde jetzt Monitoring wieder starten. Ich wähle wieder den 150 Ampere Messstand aus und würde hier die Aufzeichnung starten und wir könnten jetzt wieder schweißen. Aufzeichnung wird gestoppt. Wir können uns jetzt über die Service-Software unsere Aufzeichnungen anschauen. Hier jetzt die erste Aufzeichnung in Rot dargestellt im oberen Diagramm den Schweißstrom. Man sieht am Anfang die 2 kurzen Schweißungen, die 2 Hefter und dann die 4 längeren Schweißungen. Der Schweißstrom, der eingestellte Schweißstrom, war bei ca. 150 Ampere. Im unteren Teil des Diagramms sieht man in grün die Gaskurve des verbrauchten Gases. Man sieht bei den Heftern und auch bei den 4 Schweißungen immer diese Gasspitze, die bis ca. 18 Liter pro Minute ansteigt und sieht dann erst nach einer gewissen Zeit das Einpendeln des Gasstromes auf die eingestellten ca. 11 Liter pro Minute an Durchfluss. In Blau sieht man den anstehenden Eingangsdruck, der über den Druckminderer dann zum System kommt. Die verbrauchte Gasmenge war hier bei diesem Bauteil pro Durchlauf ca. 6,8 Liter. Zum Vergleich schauen wir uns jetzt die zweite Messung an, also mit aktivem EWR 2. Hier nennt man natürlich das Bauteil nochmal in Augenschein. Ob wir qualitativ irgendwelche Einbußen an der Schweißnaht erkennen können.
In dem Fall war es jetzt nicht der Fall, also alles in Ordnung. Der erste Blick geht dann immer zuerst auf die verbrauchte Gasmenge. Man sieht hier jetzt Verbrauch ca. 3,4 Liter. Das heißt also der erste Eindruck ca. 50% Gaseinsparung. Im oberen Teil, wie vorhin auch, die zwei Hefter und dann entsprechend die vier Schweißungen. Im unteren Teil die verbrauchte Gasmenge. Was man jetzt ganz deutlich erkennt, wir haben keine Gasspitzen mehr. Und wir gehen gleich mit unserer Gasregelung auf ca. 11 Liter Gasverbrauch pro Minute. Der Eingangsdruck hier auch in blau entsprechend dargestellt. Genau, also Ergebnis hier wäre jetzt ca. 50% Gaseinsparung. Es liegt natürlich jetzt noch weiteres Potenzial an. Wir könnten jetzt unseren Basisgasfluss noch etwas einstellen oder auch zum Beispiel der anliegende Staudruck im Gassystem. Aber das wären jetzt zusätzliche Messungen und so könnte man sich dann an, sagen wir mal, ein Endergebnis nachher noch rantasten, je nach Zeitaufwand. So, jetzt wollen wir uns nochmal angucken, wie wir das Gaseinsparpotenzial beim Roboterschweißen, also beim automatisierten Schweißen, messen können. Also ermitteln können, wie viel Gas man einsparen kann. Gerd, erklär's, wie läuft's? Also grundsätzlich nichts anderes wie vorhin beim Handschweißarbeitsplatz, alles identisch. EWR sitzt jetzt hier auch an der Gasentnahmestation. Hier haben wir jetzt einen Druckminderer in Manometerausführung. Genauso mit Strom versorgt, genauso einfach hier direkt dazwischen geschaltet in das Gassystem. Mit der Software entsprechend verbunden und ja, Vorgehensweise wäre jetzt wieder gleich wie vorhin. Jetzt gucken wir erstmal, was passiert denn? Wie sind die Randbedingungen? Dazu mache ich natürlich jetzt hier mit dem Gasmessrohr wieder den Gastest. Wird mal schauen, okay, eingestellt sind 10 Liter, also nichts Abweichendes, eigentlich alles in Ordnung. Und so würde ich jetzt auch sagen, wir ermitteln jetzt auf Basis von dem, den tatsächlichen Istwert, wie hat der Kunde bisher immer geschweißt. Genau, und hier steht jetzt schon auf dem EWR, das habe ich ja eben schon gelernt, Bypass, das bedeutet, es wird jetzt geschweißt und das Gas fließt nur durch, das EWR hat keine Funktion, wir messen aber den Gasverbrauch, den man im Normalfall ohne EWR hat. Ganz genau. Okay. So, also jetzt haben wir vom Prinzip her das gleiche Bauteil wie vorhin beim Handarbeitsplatz, haben wir jetzt hier an der Automationsanlage, hier entsprechend gespannt. Und natürlich jetzt in dem Fall hier einfach vorgeheftet. Das Schöne, jetzt beim automatisierten Schweißen, jetzt können wir natürlich das Einsparpotenzial auf 10 Liter genau ermitteln. Jetzt haben wir immer die gleichen Voraussetzungen, immer gleiche Schweißbahn, gleiche Schweißgeschwindigkeit. Und jetzt sind wir wirklich exakt und hier können wir dann wirklich auf einen Prozentpunkt das Einsparpotenzial ermitteln. Ja, beim Automatisieren geht es ja immer um die Reproduzierbarkeit, wie du eben schon gesagt hast. Alle Parameter, alle Schweißgeschwindigkeit, Schweißbahnen sind vorgegeben. Ich würde dann jetzt entsprechend unsere Aufzeichnung starten. Wir sind also im Bypass, EWR ausgeschaltet. Ich aktiviere das Monitoring, wieder meinen Ablageordner für die Daten, wieder den 150 Ampere Messstand und würde dann in dem Fall jetzt den Log starten. So, Schweißprogramm ist durch. Ich schließe und speichere das Ganze. Man erkennt jetzt wieder ja, ähnliche verbrauchte Gasmenge wie vorhin beim Handschweißen, knapp 7 Liter. Was jetzt hier wieder auffällig ist, also klar am Schweißanfang die Gasspitzen und die lange Zeit, bis sich der Staudruck im Gasschlauch aufgebaut hat. Also hier haben wir nahe bestimmt auch einiges an Einsparpotenzial. Dann machen wir jetzt die gleiche Aufzeichnung mit aktivem EWR. So, also Istwert haben wir jetzt mit unserer ersten Aufzeichnung ermittelt. Jetzt die
Zweite Aufzeichnung, hier machen wir jetzt EWR 2 aktiv, das heißt, ich schalte es ein. Ich bin jetzt hier im Status grün, alles in Ordnung und würde entsprechend jetzt wieder meine Aufzeichnung starten. Also das Schweißprogramm beendet, dann machen wir Lock, Stop und speichern. So, das war jetzt also die zweite Messung mit aktivem EWR. Man sieht jetzt gleich, wir haben jetzt wieder eine verbrauchte Gasmenge von knapp 4 Liter. Also das heißt auch Einsparpotenzial knapp unter 50 Liter, 50% in dem Fall. Was man deutlich wieder sehen kann, keine Gasspitze am Schweißanfang und jetzt macht das Magnetventil schnell zu. Das heißt, wir haben jetzt auch hier großes Einsparpotenzial und ja, passt soweit. Ich könnte jetzt hier mir auch gleich nochmal die vorige Aufzeichnung anschauen. So war also der Ist-Zustand beim Kunde. Es waren diese knapp 7 Liter. Verbrauch für das Bauteil und entsprechend hier die Gasspitze. Also Gerd, nochmal vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, uns gezeigt hast, wie man beim manuellen oder beim automatisierten Schweißen das Gaseinsparpotenzial ermitteln kann. Klar war es jetzt hier im Innovations- und Technologiezentrum von Abicor Binsel, aber wenn du wirklich zum Kunde fährst, zum Endanwender von den Produkten oder in der Produktion, was ist denn so ungefähr der Zeitaufwand für das, was wir eben gesehen haben? Ja, also in der Regel so zwischen 1 bis 2 Stunden. Je nachdem, was habe ich für Bauteile, wie lang sind da die Laufzeiten und natürlich, wie fein möchte der Kunde nachher, sagen wir mal, sein Einsparpotenzial herausfinden. Mhm. Und ich sage mal, also 2 Messungen braucht man auf jeden Fall, ja. Aber eher so Richtung 3 bis 4 Messungen und dann hat man eigentlich eine ganz gute Tendenz, sowohl im Handschweißen als auch beim Roboterschweißen. Genau, und es gibt ja auch die Möglichkeit, quasi direkt dann das Ergebnis der Analyse quasi dem Kunden dazulassen oder zu präsentieren. Wie machst du denn das irgendwie? Wie läuft das? Also ihr habt ja vorhin gesehen, ich habe ja immer meinen Speicherort auf dem Notebook dementsprechend festlegen müssen. Und da wird mir dann halt die Aufzeichnung abgelegt und da wird auch gleich eine PDF dementsprechend erstellt. Die, wenn die der Kunde gleich haben möchte, kann er die natürlich auf den Stick ziehen, kann sie sich ausdrucken und kann sie sich dann entsprechend ablegen. Aber was ich jetzt meistens oder eigentlich immer mache, so die ganze Versuchsdurchführung, die fasse ich nochmal zusammen in einer kleinen PDF. Ganz einfach, da kommt dann die Aufzeichnung nochmal mit rein, da kommen die ganzen Randbedingungen mit rein und dann hat der Kunde entsprechend was. Zum Beispiel beim Geschäftsführer, also wenn es dann die Schweißaufsicht wäre, zum Beispiel beim Geschäftsführer vorzulegen oder so. Mhm. Genau. Genau, und die Basis ist ja immer quasi immer die eine Aufzeichnung ohne EWR, also nur im Bypass und die andere dann mit. Ja. Genau, und dann sieht man ja relativ schnell, was war das Einsparpotenzial und kann das natürlich dann auch in die Zukunft projizieren oder halt sagen, okay, wenn ich noch mehr Anlagen damit ausrüste, egal ob Hand oder automatisiert, kann ich auf jeden Fall Gas einsparen und was dafür tun, dass meine Produktion grüner wird. Zum Beispiel. Und grundsätzlich, das ist ja immer das Schöne an der EWR 2 Vorführung, ich spare halt immer ein. Ich habe irgendwie immer Potenzial. Klar, wenn es jetzt Schweißaufgaben sind, eine Schweißnaht, ein Schweißstrom und ich sag mal, der Prozess war schon recht fein eingestellt, dann hat man natürlich nicht mehr viel Potenzial. Aber es ist auch oft die Seltenheit und die Realität draußen in der Werkstatt sieht halt anders aus. Und da, also Potenzial hat man eigentlich immer und das ist das Schöne drin. Aber für den Quick-Check 1 bis 2 Stunden investiert mit einem von unseren Kollegen, ich denke, das lohnt sich. Wenn Sie noch weitere Informationen brauchen zu unserem EWR 2, finden Sie die auf unserer Website www.binsel-abicor.com. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Und eigentlich hätte ich als sparsamer Schwabe jetzt nur sagen müssen, das ist einfach eine geile Geschichte.